jetzt mal wieder auf Sendung. Weil durch die Stadt, Geplänkel, das muss ja nicht sein. Das ist ja, wie gesagt, das sind alles so kleine Käfer. Ist ja nicht so interessant. Ja, was hat die denn gesucht? Hoffentlich nicht das Weite. Guckt euch mal die schöne Gegend hier an. Ist doch wunderbar, oder? Warte mal, ich gönne euch mal einen Blick. Halt jetzt mal ganz kurz an hier. Und lasst euch mal schweifen kurz. Und das Schöne ist, ich liege nicht mit den Handballen ewig auf den Griffen drauf, weil ich so nach vorne liege, die aggressive Art, die halt Sporttourer hat oder Supersportler hat. In meinem Alter nicht mehr so toll, nicht mehr so prickelnd. Und irgendwann macht halt auch Aua, ne? Aber so, ganz entspannt, wunderbar. Griff mal locker lassen, schön so. Ich weiß nicht, vermisst ihr das denn auch? Mal so eine schöne, urige Currywurstbude. So zwischendurch immer mal. So, halt mal schön an die Geschwindigkeitsgrenzung, so wie sie sein muss, 100.
So, jetzt sind wir gleich in Alsfeld. Ist hier ein bestimmter Begriff. Hier vorne ist KFC. Oh, KFC ist neu, kenne ich noch nicht hier. McDonald's ist klar, der ist auch da, aber KFC ist neu. Das sagt mir jetzt nichts. Covid-19-Impfzentrum. Eigentlich kann man den Scheiß gar nicht mehr hören. Und lesen schon gar nicht. So, jetzt ebbt das ein bisschen ab. Jetzt kommen sie wieder mit dem Klima. Nein. Never ending story. 24/7 Schreckensnachrichten Deutschland. Das ist schon krass. Hätte das mal einer vor 20 Jahren so gesagt? Die hätten sich alle einen Kopf gepackt. So, hier ist Alsfeld, eine schöne Stadt, schöne kleine Stadt. Wie gesagt, Autobahnanbindung, kommt man schnell von A nach B, wenn man es denn nutzen möchte. Also ich habe ja vor, wenn ich nach Mallorca fahre, beziehungsweise bis nach Frankreich, Toulon, wo die Fähre geht, ich werde versuchen, so wenig Autobahn wie möglich zu fahren. Ich weiß nicht, ob mir da jemand ein gutes Navi empfehlen kann, wenn ich jetzt nicht unbedingt per Handy fahren will. Sicher kann man auch nutzen, aber das Handy will ich anderweitig benutzen. Das will ich jetzt nicht als Navi nehmen. Vielleicht hat dann mal einer irgendwas, der sagt, ja, das Navi wäre gut. Wo auch unbefestigte Straßen anzeigt. Wäre nicht verkehrt. Ich hoffe, dass der Ton einigermaßen in Ordnung ist, weil das mit dem Mikrofon, wo mache ich es hin und keine Ahnung, das geht mir so auf die Nüsse gerade, um dann gescheiten Ton rauszubekommen. Ich kann immer nur hoffen. Na, komm, fahr. Ja, jetzt fahren wir hinten runter, gucken wir mal. Da sehe ich schon eine Umleitung. Naja, schauen wir mal. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der die Gegend hier gut kennt. Wenn das Video was ist und ich das einstelle, dann wird mit Sicherheit der ein oder andere sagen, jawohl, hier bin ich auch schon 100 Mal lang gefahren. Oder keine Ahnung.
So, wie gesagt, wenn das auf einmal Schluss ist, ne? Und ich verabschiede mich dann nicht, ja, weil es einfach zu abrupt aufhört. Seid mir nicht böse. Wie gesagt, deswegen hätte ich gerne mein Handy hier dran, dass man das sehen kann. Kann man ja mit der GoPro verbinden. Und da geht das ein bisschen besser. Aber in der 16 GB Speicherkarte, da ist halt nicht viel drin. Ne? Und die andere zeigt halt Fehler an. Aber um ein kleines Video zu machen und ein bisschen den Eindruck von der Vogelsberger Gegend euch zu verschaffen, weil ich fahre jetzt wieder Richtung Heimat, Richtung Stadt Allendorf, da wo ich wohne. Ja, gibt doch wieder den einen oder anderen, die ein bisschen mehr grüßen. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal gesagt, dass das ein bisschen zu wünschen übrig lässt, im Gegensatz zu früher. Früher war das eigentlich selbstverständlich. So, es gab immer mal welche unter den, ich sag's mal, HD-Fahrern, ja, oder auch gewisse BMW-Fahrer. Aber ansonsten sind eigentlich alle recht grüßfreundlich. Kann man das so ausdrücken? Ich glaube schon, ne? Oh, ein Motel gebaut hier. Ja, ist ja cool. Ja, die sind alle ein bisschen weiter wie bei uns. Da lässt das ein bisschen zu wünschen übrig, leider. So, jetzt fahren wir wieder an einem der kleinsten McDonalds vorbei. Hier links an der Tankstelle, wo der Notarztwagen da steht. Ich will da jetzt nicht unbedingt hinfilmen. Wer weiß, was da ist. Das ist schon cool und krass.
So, ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Ja, ich denke mal, die Stadt Gedöns interessiert keinen Mensch.